Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Ihr lieben, zauberhaften Menschen da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode meinem Podcast Alles Menschen. Wisst ihr, was ich an diesem Format am meisten liebe? Es gibt mir die Möglichkeit, so unterschiedliche Menschen kennenzulernen, so unterschiedliche Strategien, unser so komplexes Leben, diese Abenteuerreise zu meistern. Heute darf ich euch eine bezaubernde, starke, lebendige Frau und Schauspielerin vorstellen, Susan Sideropoulos, die ich tatsächlich noch von früher kenne, denn sie hat in GZSZ mitgespielt und das war mal lange, lange ist her die Lieblingsserie meiner Tochter. Ich spreche heute mit ihr über die Möglichkeit, Tiefgang und Leichtigkeit miteinander zu vereinen. Und zwar durch rosaroten Lebensmut. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und maximale Inspiration. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Erste Frage, liebe Susan, wie spricht man deinen Namen aus? Oder wie sprichst du ihn am liebsten aus? Den Vor- oder den Nachnamen? Erstmal, wir fangen leicht an mit dem Vornamen. Der Vorname ist Susan. Susan. Tatsächlich Englisch, so wie er auch geschrieben ist. Aber manche sagen auch Susanne. Aber das erlaube ich nur in speziellen Fällen. Okay. Und den Nachnamen, also ich würde ihn so aussprechen, Sideropoulos. Sehr gut. Ist gut? Sideropoulos ist korrekt. Cool. Und das ist Griechisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist Griechisch, genau. Also mein Papa ist aus Griechenland. Ja. Bevor ich es vergesse, ich mache das jetzt, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße von meiner Tochter ausrichten. Und sie hat zu mir gesagt, warum konnte dieses Interview nicht stattfinden, als sie noch leidenschaftliche GZSZ-Anhängerin war? Dann hätte sie sich total darüber gefreut. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Vielen Dank. Sehr schön. Ja. Wie alt ist die jetzt? 30. 30 schon, wow. 30, Riesenbaby. Also Riesenfrau jetzt mittlerweile schon und ist gerade bei uns zu Hause wegen Corona, was ganz Schönes. Ja. Ja, für die Eltern werden die Kinder ja nicht erwachsen. Mein Vater sagt immer zu mir, ach, mit 17 und schon zwei so große Kinder, das ist ja verrückt. Ja. Susan, wie geht's dir heute? Mir geht es heute gut eigentlich. Also ich habe nicht so viel geschlafen, aber ich bin extra früh aufgestanden, weil ich unbedingt Yoga machen wollte. Und jetzt bin ich auch ganz froh darüber, dass ich das gemacht habe. Genau, ein bisschen Struktur wieder reinzubekommen, gerade so mit Ferien und Lockdown und Nicht-Lockdown. Aber ja, heute eigentlich ganz gut. Ich würde gern von dir wissen, Susan, also wenn dich jemand gar nicht kennt und wenn der auch kein Fernsehen sieht, wie würdest du dich ihm vorstellen? Was für ein Mensch bist du? Ja, ich glaube, ich würde in erster Linie, also weiß nicht, ob ich mich so vorstellen würde, aber ich würde auf jeden Fall, wenn man mich fragen würde, wie ich mich beschreiben würde, glaube ich, dass ich mich als sehr begeisterungsfähig beschreiben würde. Ich bin, ja, was das angeht, schon auch sehr kindlich noch. Also ich liebe es einfach so ganz unvoreingenommen in Situationen reinzugehen, Menschen zu treffen, mich vom Positivsten eigentlich überraschen zu lassen. Ich gehe eigentlich auch immer vom Besten aus. Also tatsächlich, ja, so würde ich mich selber beschreiben und so beschreiben mich auch andere, dass ich grundsätzlich erstmal immer vom Positivsten ausgehe. Was bedeutet die Farbe Rosa für dich? Also ich mag Rosa überhaupt nicht. Ja. Ich liebe Rosa. Ich liebe wirklich, wirklich sehr, sehr Rosa. Für mich ist es schon, ja, doch immer eine Farbe, die mich immer sehr glücklich gemacht hat. Ich bin auch schon sehr mädchenhaft, glaube ich. Also ich mag schon auch gerne so alles, was glitzert und ja, pink und rosa ist.
Ich möchte mich gerne, wir haben ja wirklich, das ist ja unser allererstes Gespräch, ich möchte mich gerne bei dir entschuldigen für ein Vorurteil, was ich krass schnell aufgebaut habe. Und zwar, als unser gemeinsamer Verlag mir dein Buch geschickt hat und gesagt hat, hey, schau doch mal rein. Dann habe ich den Titel gesehen, Rosarotes Glück. Und mein erster Gedanke war, geht gar nicht. Geht gar nicht, passt nicht, will ich nicht. Ich habe dann reingelesen und wir werden ja auch noch über dein Buch sprechen. Ich finde, du hast eine voll schöne Art gefunden, auf eine leichte Weise über sehr, sehr tiefe Themen zu schreiben. Und das hat mich sehr berührt. Und deswegen möchte ich gern sagen, es tut mir total leid, dass ich dich so schnell in eine Schublade gesteckt habe. Kein Problem. Finde ich schön. Also das wurde ich oft in meinem Leben tatsächlich schon als junges Mädchen. Und ich finde es immer schön, wenn man dann doch nochmal überrascht wird. Ja. Wie bist du Schauspielerin geworden? Also war das schon in deiner Kindheit klar? War das ein Traum von dir? Ist es durch Zufall gekommen? Nee, es ist auf keinen Fall durch Zufall gekommen. Ich glaube, ich habe das ganz stark schon immer unbewusst visioniert, also ohne, dass ich wusste, dass es sowas gibt, dass man visionieren kann. Aber jetzt, wenn ich so viel darüber weiß, glaube ich, dass ich das total stark gemacht habe als Kind. Ich kann mich gar nicht an einen anderen Berufswunsch erinnern, als ich konnte es noch nicht so richtig sagen, Schauspielerin oder Sängerin. Ich wollte immer Superstar werden, habe ich gesagt. Ich wollte irgendwie bekannt sein und im Fernsehen und oder auf einer Bühne stehen. Und das hat mich immer schon begeistert im Kindergarten, wenn es irgendwie eine Aufführung gab und wer will, ja, ich. Und das hat sich dann weitergezogen in der Grundschule, in der Oberschule. Bei jeder Aufführung war ich dabei. Und dann gab es natürlich irgendwann so die Bravo und Popstars, die man so angefeuert hat. Und ich sehr stark. Ich war der totale Fan-Teenager. Und also wirklich wie aus dem Bilderbuch, ne? Vor Konzerthallen übernachtet und alles sammeln und ausschneiden. Und also wirklich so mit so viel Leidenschaft war ich ein Fan. Und ich wollte immer auf dieser anderen Seite stehen, tatsächlich. Also ich habe immer gedacht, so, boah, irgendwann bin ich da. Irgendwo. Und das habe ich mir ganz, ganz stark gewünscht, ja. Gab es da jemals einen Zweifel von, boah, das schaffe ich nicht, die sind so weit da oben, oder war für dich total klar, nee, da gehöre ich einfach hin? Ja, für mich war es total klar, da gehöre ich hin. Es gab keinen Zweifel. Es gab auch überhaupt nicht diese Tatsache, dass es so unmöglich ist oder da gibt es so viele, die das wollen oder so, sondern ich weiß nicht, ich hatte so stark in mir dieses, ich weiß nicht, kennst du das vielleicht, wenn man so manchmal das Gefühl hat, man guckt so seinen eigenen Film, ja, also man guckt so von außen drauf und ich habe da in meiner Kindheit, ich glaube, ich habe so viel Fantasie gehabt als Kind, dass ich immer das von außen betrachtet habe, gedacht so, das ist so mein Film und das wird so und so und so und so passieren und das ist irgendwie auch alles mehr oder weniger so passiert. Wie haben sich deine Eltern darauf bezogen? Haben die gesagt, ey, ist eine coole Idee, geh dafür? Oder haben sie gesagt, ist verrückt, damit kann man kein Geld verdienen? Also ich hatte schon ziemlich coole Eltern, muss ich sagen. Also keine Akademiker, keine, die jetzt gesagt haben, ich muss jetzt Schullaufbahn XY und danach studieren oder so, sondern ich habe halt Gastronomeneltern, die alle, die aus gastronomischen Eltern kommen oder das ein bisschen kennen, die wissen, das ist ja auch so ein wahnsinniger Leidenschaftsberuf. Man ist ja auch mit so einer Gastronomie verheiratet. Und meine Eltern haben das auch mit so viel Leidenschaft geführt, unser Lokal. Wir hatten 30 Jahre ein italienisches Restaurant. Ich weiß, die Verwirrung ist da sehr groß. Griechischer Vater, israelische Mutter, italienisches Restaurant. Ja, meine Eltern waren auch schon nicht ganz, sind schon ein bisschen aus der Reihe getanzt, sage ich jetzt mal. Und die sind sehr weltoffen. Bei uns gingen da alle möglichen Menschen ein und aus. Und so bin ich auch aufgewachsen. Und für meine Eltern war das irgendwie gar nicht so abwegig. Tatsächlich, als ich dann mit 15 gesagt habe, so Abitur mache ich nicht, waren die natürlich schon kurz so, okay, was machst du dann? Und dann habe ich gesagt, naja, ich will ja Schauspielerin werden, ich will keine Zeit verlieren und es muss jetzt sein und nachher bin ich zu alt. Und dann hat meine Mutter halt eben gesagt, okay, verstehe, aber ich will jetzt nicht, dass du einfach nur so rumtingelst, dann musst du eine Ausbildung machen. Und dann habe ich halt eben mit 16 eine Musical-Ausbildung begonnen. Ja.
Also ich bin ja sozusagen erstmal am oberflächlichen Schein hängen geblieben, als ich mich dir genähert habe. Und was mich einfach berührt hat, ist beim näher hinschauen, mich darauf einlassen, welche Tiefschläge du auch schon eingesteckt hast und wie du damit umgegangen bist, welche Lektionen du für dich daraus gewonnen hast. Und ich finde, du schreibst auf eine sehr ehrliche Art und Weise und auch auf eine sehr, also menschliche, natürliche Art und Weise drüber. Du dozierst nicht, sondern es ist total nachvollziehbar. Und ich würde gern auf einige Etappen näher eingehen und ich würde gern mit Mila beginnen. Magst du diejenigen, die keine Ahnung von Mila haben, kurz mitnehmen, was es damit auf sich hat? Ja, Mila, ohne Mila gäbe es gar kein Buch. Das ist die positive Nachricht. Die negative Nachricht ist, dass Mila im Prinzip mein persönlicher Tiefpunkt, kann man so sagen, war vor 5 Jahren, der beruflich bezogen war, mich aber wahnsinnig aus der Bahn geworfen hat. Also so überraschend stark, dass ich das überhaupt nicht hätte glauben können, dass mir sowas passieren kann. Ich bin ja, wie gesagt, Schauspielerin, Moderatorin und Mila war ein Herzensprojekt oder das Herzensprojekt vielmehr. Also hätte man mich Jahre vorher gefragt, was wünschen wir irgendwann mal für die Zukunft, dann hätte ich Mila beschrieben. Eine tägliche Serie mit mir in der Hauptrolle, die lustig ist, die modern ist, in Berlin. Also alles stimmte, alles. Also es war immer, wenn was dazu kam, war so, das auch noch. Und der spielt mit und die spielt mit und wow. Und die Texte sind so witzig und alle lieben es. Und es war so, es fühlte sich noch nie beruflich etwas so richtig an wie Mila. Und so gut, dass ich nicht eine Sekunde gezweifelt habe, dass an diesem Projekt irgendwas schieflaufen könnte. Nicht eine Sekunde. Also das war wie so, ich würde es wie Drogen beschreiben. Ich habe zwar noch nie Drogen genommen, aber so wie so ein richtig krasser so Rausch. Ja, also so, dass man gar nicht mehr wahrnimmt. Also es war so alles so toll. Und wir fingen halt an zu drehen und es war ein großer Vorlauf. Also für die Leute, die nicht in der Branche arbeiten, sieht das ja immer alles sehr schnell aus. Sachen kommen auf den Markt, dann sind sie wieder weg. Aber für uns, die da wirklich mitarbeiten, sind das lange, lange Prozesse. Bis so eine Serie überhaupt da ausgestrahlt wird, das hat über ein Jahr gedauert. Und ich war die ganze Zeit schon involviert. Das heißt, herzbluttechnisch, leidenschaftstechnisch war ich da so total drin. Und das ist ich wollte schon die Pointe vorwegnehmen. Und letztlich haben wir dann angefangen zu drehen. Die Serie kam auf den Markt und wurde nach sage und schreibe 8 Tagen abgesetzt. Und das muss man sich so vorstellen. Wir haben schon 75 Folgen gedreht gehabt. Nach 8 Tagen kam dann der Anruf, die Serie wird nicht weiterlaufen. Quoten sind zu schlecht. Die haben andere Erwartungen gehabt. Also es war alles Mögliche. Und dann war im Prinzip die ganze Geschichte vorbei, bevor sie eigentlich angefangen hat. Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, aber das ist wie, du schreibst irgendwie 2 Jahre lang ein Buch und dann kommt es auf den Markt und dann werden alle Bücher verbrannt. Und keiner kann sie mehr lesen oder so. Und das ist so völlig absurd, dass man so da steht und glaubt, das kann nicht wirklich passieren und man ist eben absolut ausgeliefert. Man kann einfach 0,0 dagegen tun. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du es erfahren hast? Ja, absolut. Also ich saß gerade am Flughafen und wollte nach Köln fliegen, weil ich noch eine andere Aufzeichnung hatte für eine Show, wo ich in der Jury saß. Got to Dance Kids hieß es damals. Auch ein ganz tolles Herzensprojekt. Es kam halt eben, wie gesagt, alles zusammen. Ne? Wenn es läuft, dann läuft's. Und saß am Flughafen und wusste ja schon, die erste Woche war ein bisschen schleppend, die Quoten waren nicht so gut, aber ich war trotzdem so, ach, na ja, komm, das ist eine tägliche Serie, die muss ich erstmal eingrooven und die Zuschauer werden kommen. Und dann saß ich da am Flughafen und bekam mit einmal den Anruf vom Senderchef. Und das werde ich auch wirklich nie vergessen, wie er dann. Ich hörte nur die Stimme mit so wirklich so brüchig und er sagte mir dann, Susan, es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber Mila wird umgehend abgesetzt und heute Abend lief die letzte Folge. Boom. Aber das ist ja schon, ist es normal, also so ein Projekt nur eine Woche eine Chance zu geben? Nee.
Also mittlerweile, glaube ich, gibt es schon gar nicht mehr normal und nicht normal. Also es war aber so ein bisschen diese Umbruchzeit. Viele erinnern sich noch, ne, das Streaming kam dazu und die Leute haben immer mehr im Internet sich ihre Sachen angeguckt. Die wollten sich nicht mehr festlegen mit den Uhrzeiten und hier lineares Fernsehen eben. Trotzdem war das schon so, wie nennt man denn das? Der Startschuss für schnelles Absetzen. Also heutzutage wird vieles nicht mehr eine Chance gegeben. Und das ist wirklich traurig für alle Fernsehschaffenden, die einfach da vor der Kamera stehen oder auch die Macher, die Leute, die da oben die Entscheidungen treffen, das ist so weit weg von den Menschen, die da eben wirklich arbeiten. Ich finde, die schlimmste Pointe hast du ja noch gar nicht verraten. Nämlich, dass du trotzdem ein Jahr lang diese Rolle spielen musstest. Nee, nicht ein Jahr lang. Nee. Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Nee, wir mussten noch 2 Wochen. Ah, okay. So lange war es nicht. Wir mussten 2 Wochen noch zu Ende drehen, quasi. Ein verändertes Ende haben die dann gebaut, weil es wurde dann quasi versendet auf einen kleineren Sender zur Mittagszeit. Hat auch kein Mensch dann mehr mitbekommen, dass das dann da noch lief. Ne? Wie denn auch? Ne? Es war ja dann viel zu schnell, ging das alles. Und wir mussten quasi eben noch diese Folgen zu Ende drehen, damit eine Staffel zusammengekommen ist. Die wurde dann komplett dort ausgestrahlt. Aber diese 2 Wochen, sage ich dir ganz ehrlich, fühlten sich auch an wie ein Jahr, weil es war so eine Qual, da jeden Tag hinzugehen und zu wissen, dass man ja also etwas spielt, was sowieso keiner mehr sehen wird. Ja, und diese Kraft eben nochmal aufzubringen, war ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich unterrichte ja auch Erfolg und ich merke, dass Menschen immer wieder so die Vorstellung davon haben. Also wenn ich nur die Prinzipien erstmal richtig verstanden habe und alles anwende und dann alles zusammenkommt, dann geht das quasi auf wie so eine ganz logische mathematische Gleichung. Also ich habe mich vorhin nochmal versucht reinzufühlen. Also es muss ja wirklich so für dich gewesen sein, wie du bist gerade voll abgehoben und machst die totale Bauchlandung. Wie bist du damit umgegangen? Also im ersten Moment war es einfach nur erschütternd. Also ich war in so einer, also klar, Weinen, Wut, Trauer, Widerstand. Also es war wirklich so, also erstmal war es, andersrum. Erstmal war es so ein Überlebensmodus. Ne? Dieses noch zu Ende bringen war so ein Funktionieren-Modus. Ja, irgendwie, okay, ich kriege das hin. Ich bin auch so eingestellt, ich bin super perfektionistisch. Ja, und wenn ich dann was mache, dann mache ich das halt auch. Und vielleicht auch mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer, das wird noch anders. Also ich glaube, das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, keine Ahnung, so. Und dann war aber die letzte Klappe und dann ist wirklich alles zusammengebrochen. Dann in diesen 2 Wochen hat mein Mann schon die Entscheidung getroffen, dass wir wegfahren werden, direkt, ich glaube 2 Tage nach dem letzten Drehtag sind wir nach Thailand geflogen. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, und zwar auch für lange Zeit. Also für 6 Wochen sind wir dann weggefahren, weil er dann auch gesagt hat, so das geht nicht. Also ich habe mich auch nur übergeben. Ich war wirklich so sauer, also so wütend. Also ich war in meinem Leben noch nicht so wütend, ja, weil ich hasse Ungerechtigkeit schon in der Schule, wenn so Dinge so ungerecht gelaufen sind, wo du nichts machen kannst, ja. Und das war für mich so der Gipfel von Ungerechtigkeit. Es war so wie, es ist wie Krieg, ja. Also irgendwie, also es war wirklich, also es war so schlimm, wie. Ich finde gar keine Worte. Also jetzt kann ich mittlerweile schon gut darüber sprechen. Es gab bestimmt 2 Jahre, konnte ich gar nicht darüber sprechen. Also mir kamen dann immer die Tränen, weil da so viel Traurigkeit und Schmerz eben noch da war, dass ich gar nicht wusste, wohin damit. Ich habe auch so viel Hass entwickelt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gehasst. Also und das war für mich so neu, weil ich ja, wie gesagt, auch immer schon so ein positiver Mensch bin, der so, es passte überhaupt nicht in mein Naturell. Und es war so, wo kommt das alles her? Wo kommen diese ganzen Emotionen mit einmal her? Ich weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Und ich habe diese ganze Branche so angezweifelt danach, dass ich dachte, ich kann auch da nicht mehr zurück. Weil das ist so unmenschlich gewesen.
Was hat dir wieder geholfen, rauszukommen? Also wenn du dich an diese Phase erinnerst, wo, ich sag jetzt mal, vom Boden aufgeschlagen warst und dich so langsam wieder aufgerichtet hast, was waren deine Kraftquellen? Naja, also mein Mann war auf jeden Fall meine große Kraftquelle. Mit dem bin ich 25 Jahre ja zusammen. Niemand kennt mich so gut. Wir sind quasi eins. Und in Thailand, da sind wir schon sehr Schritt für Schritt, sage ich jetzt mal, langsam aus dem ersten Tief rausgegangen. Mein Mann ist schon, wie soll ich sagen, der hat so eine ganz alte Seele. So beschreibe ich ihn immer. Ne? Ich glaube, der ist als 80-Jähriger geboren und lebt jetzt andersrum. Und der hat immer schon die richtigen Worte gefunden. Deswegen gibt es auch in meinem Buch diesen Insider. Jakob sagt immer, weil er wirklich so alles, was ich sage, immer sehr gut komprimiert sagen kann. Und der hat mir sehr gut geholfen, dort in diesen Vergebungsprozess reinzugehen. Zumindest für den ersten Moment. Also zumindest, um wieder danach nach Hause zu kommen und weiterzumachen. Dass ich eigentlich nicht wirklich vergeben habe, war mir dann 4 Jahre später erst klar, als ich dann wirklich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und Seminaren und den richtigen Büchern und den richtigen Themen. Da habe ich erst verstanden, okay, alles klar, ich habe eigentlich nur verdrängt. Ich habe eigentlich nur zur Seite geschoben, aber ich habe nicht wirklich damit gearbeitet und ich war immer noch total blockiert. Also es ging trotzdem nicht so richtig weiter und habe aber immer noch das Problem im Außen gesucht. Ich habe immer gedacht, so, okay, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, aber habe gar nicht verstanden, dass ich immer noch in so einem totalen Widerstand war. Ich war immer noch in dem gleichen Pegel, so das hätte nicht passieren dürfen. Eigentlich hätte ich woanders hingemusst. Ich bin total den falschen Weg gegangen und ihr seid alle schuld daran. Ja, und dann ging eigentlich erst der echte Weg daraus, ging erst vor, ja, 2,5 Jahren eigentlich los, als ich dann gemerkt habe, so, dass ich zwar jetzt nicht die ganze Zeit da unten war, sondern es ging dann wie so eine Welle hoch und runter. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, mir ging es jetzt 5 Jahre wahnsinnig schlecht. Das stimmt nicht. Mir ging es zwischendurch immer sehr gut und ich hatte auch weiterhin Projekte und alles ging irgendwie weiter, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe mich trotzdem verändert und ich habe so ein bisschen auch die Wertschätzung verloren. Es kamen immer Sachen, aber ich habe trotzdem immer gedacht, so, ja, ist gut, aber eigentlich sollte es das andere sein. Und dass ich so gelebt habe über einen sehr langen Zeitraum, ist mir erst dann bewusst geworden. Ist das, also diese Wertschätzung wiederzugewinnen für die Sachen, die tatsächlich da sind, anstatt der Dinge, die du wolltest, ist das das, was du mit diesem Bild der rosaroten Brille meinst? Ja, auf jeden Fall. Also es sind mehrere Dinge, die ich damit meine. Also vor allem meine ich, dass man den Blick immer auf Möglichkeiten richtet und dass alles eine Frage der Perspektive ist. In jedem Fall, dass wir zwar nicht entscheiden können, was uns passiert, aber wir zu jedem Moment entscheiden können, wie wir damit umgehen, war für mich so die stärkste Lehre, die ich aus allem gezogen habe. Und deswegen finde ich auch die rosarote Brille, klar, wenn man das jetzt so liest, dann denkt man so, ah ja, okay, also naiv und Träumerin und so. Und auch das stimmt ja alles, ja. Also da mache ich mich ja gar nicht frei von, das bin ich. Aber ich bin schon so, dass ich mir die Situation ganz klar und objektiv und realistisch anschaue und mich dann aber ganz bewusst für die rosarote Brille entscheide. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Ich setze sie nicht auf und sage, oh nö, es gibt gar kein Corona, alles gut, also das nicht, sondern ich sage, okay, es gibt Corona, aber was mache ich jetzt mit dieser blöden Situation? Ja, es ist ja, wo sind die Möglichkeiten versteckt? Und das ist die rosa-rote Brille. Du wirkst auf mich, also wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber du wirkst auf mich sehr authentisch, wie jemand, der wirklich echt sein Herz auf der Zunge trägt. Wie ist das in dem Business? Ist das eher von Vorteil oder eckst du damit eher an? Also alle wenigen Kontaktpunkte, die ich bis jetzt in diese Szene hatte, hatte ich oft das Gefühl, dass es einfach dann doch relativ viel Schein ist. Witzig. Also das begegnet mir oft, dass Menschen mir das sagen und mich das fragen. Und wahrscheinlich habe ich dafür auch zu sehr die rosarote Brille auf, weil ich bin, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, also ich bin sehr vielen tollen Menschen begegnet und kann gar nicht beurteilen, ob die jetzt alle so, ob es jetzt so viel Fake ist und so viel Unechtes ist. Ich glaube, dass einfach wahnsinnig viel
im Außen ist. Also dass die Leute immer damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie ist die Wirkung, ja, wie muss ich sein? Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, diese klare Entscheidung von mir mit diesem Buch, wirklich so einen verletzlichen Anteil zu zeigen, ich glaube, der ist natürlich schon eher selten zu finden. Das stimmt, in der Branche, weil es natürlich immer darum geht, so den Schein zu wahren, zu sagen, nee, mir geht's gut und ich bin, weil das auch so an diesem weitergehenden Erfolg geknüpft ist. Also wir glauben das. Wir glauben, dass wir können nur, es geht nur weiter, wenn wir immer den Anschein machen, wir sind oben. Wir sind auf keinen Fall nie unten. Ne? Ja. Also ich habe über meine schlimmste Krise ein Buch geschrieben, Fucked Up. Ne? Und also das war ein Feedback aus meiner Speaker- und Trainerbranche, habe ich dann oft gehört, Falti, wie kannst du nur sowas? Darüber schreibt man nicht. Also man gibt sich nicht die Blöße. Wie war das bei dir, als das Buch jetzt rauskam? Also wie war das Feedback deiner Kollegen und Kolleginnen? Gut. Also ich glaube, viele haben vielleicht, also so viele haben vielleicht noch gar nicht gelesen. Also tatsächlich kommt jetzt, habe ich mehr Feedback aus so ganz den ganz normalen Lesern oder aus unserem Bereich ganz viele, die es jetzt gelesen haben, was mega schön ist, super viel Support, super, super schön, also ganz, ganz toll. Und die Leute, Kollegen, die es bisher gelesen haben, haben alle tatsächlich so reagiert, wie ich es, ich habe es mir gewünscht, aber ich habe gedacht, dass es vielleicht so wird, dass sie sagen, oh krass, ey, dass du das sagst, aber mir ging es genauso oder mir geht es genauso und wie schön, dass es mal jemand ausspricht, ja, und also ich glaube so ganz wohltuend und ja, heilsam, glaube ich, ja. Du hast in dem Buch an einer Stelle dieses Projekt Mila als eine Totgeburt beschrieben, was eine krasse Metapher ist. Und ich weiß, dass du genau diese Erfahrung auch schon erlebt hast. Ist für dich okay, wenn wir darüber reden? Ja. So. Also ich kann, logisch, erstens bin ich ein Mann, zweitens habe ich sowas noch nie erlebt, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also und wenn ich dich jetzt so erlebe, also du bist da wirklich, also du kommst echt als ein Sonnenschein rüber und für mich nicht aufgedreht oder künstlich, sondern es scheint wirklich deine Natur zu sein. Wie hast du das erfahren? Wie hast du das erlebt? Also zum Glück muss ich erstmal vorwegnehmen, also ich hatte 3 Fehlgeburten, die hatte ich jetzt auch im Buch beschrieben, zum Glück alle relativ am Anfang. Ne? Also zum Glück jetzt nicht nach 9 Monaten oder irgendwie ganz schlimm dramatisch, aber nichtsdestotrotz ist das Drama auch in den ersten Wochen schon sehr, sehr groß. Natürlich, also findet da einfach ein wahnsinniger Prozess in uns statt, ja, hormonell und gefühlsmäßig und all das, aber vor allem hier. Und das ist einfach ganz klar, wir Menschen sind nun mal so, ob es jetzt im Job ist, wenn wir einen Vertrag unterschreiben, wir sehen das ganz klar, das passiert, wir haben einen Urlaub gebucht, dann sehen wir uns schon da am Strand liegen. Und wenn wir schwanger sind, dann sehen wir uns ganz klar mit diesem Kind. Und zwar rechnet man das dann schon aus und dann, okay, und im Sommer, und dann werden wir mit dem Kinderwagen und dann schieben. Und das ist alles schon irgendwie so real da, dass wenn es dann weg ist, wir überhaupt erstmal damit klarkommen müssen, dass diese fiktive Zukunft ja einfach nie stattgefunden hat. Also das ist einfach überhaupt gar nicht reales, aber das ist für uns so schwer zu greifen. Und warum ich da auch eine Parallele gezogen habe, ich weiß, dass es eine ziemlich harte Metapher ist und manche können sie nachvollziehen, von manchen wurde ich dafür auch ein bisschen kritisiert, kann ich aber auch total nachvollziehen, gerade von Menschen, die mit meiner Branche nichts zu tun haben, die dann gedacht haben, also du kannst doch nicht jetzt irgendwie einen Jobverlust mit einem Kindverlust gleichstellen. Stimmt auch, richtig. Was ich nur versucht habe gleichzustellen, ist eben diese Vorstellung. Also wir sind schwanger, wir erzählen das schon in unserem Umfeld, dann verliert man das Kind. Und man schafft es ja gar nicht, alle aufzuklären, dass das nicht mehr da ist. Und was passiert dann? Wir treffen irgendwelche Bekannte oder so und ständig sagen Leute so, sag mal, und wie weit bist du denn jetzt? Ne? Und dann kommt immer wieder dieses so, wusch, Herz aufgerissen, ja, weil immer wieder du diesem Thema begegnest oder du siehst andere, die schwanger sind oder
jemand aus dem Freundeskreis sagt dir plötzlich, ich bin schwanger. Und immer wieder wird dieses Herz aufgerissen. Ja, das kann man gar nicht. Das ist so ein schrecklicher Prozess, nicht in Worte zu beschreiben. Und bei Mila war das eben auch so, dadurch, dass das ja so viele gar nicht mitbekommen haben, weil das alles so schnell ging, wurde ich A, ständig damit konfrontiert, dass irgendwelche Menschen kamen und meinten, sag mal, Susan, deine Serie, sag mal, wo läuft die jetzt nochmal und wann läuft die jetzt nochmal? Und ich war immer so, ja, sie gibt es gar nicht mehr. Oder halt einfach, es gar nicht mitbekommen haben. Und zum anderen habe ich auch den Vergleich gezogen wegen diesem Weiterdrehen. Also dieses immer weiterarbeiten für etwas, wo du weißt, es wird nicht stattfinden. Und deswegen habe ich gesagt, die Totgeburt. Ja, also es ist so, man muss da immer hingehen. Und diese Überwindung war so schmerzhaft. Deswegen habe ich das irgendwie verglichen. Ich weiß, ein bisschen heftig, aber jetzt steht es ja schon drin. Also für mich klingt an so vielen Stellen im Buch durch, dass eine der größten Kraftquellen deines Lebens eure Beziehung ist. Und ich bin ja so ein Romantiker. Ich finde das sehr zauberhaft, wie ihr euch kennengelernt habt. Und vielleicht magst du mal die Zuhörer und Hörerinnen einfach mal mitnehmen. Ja, gerne. Ja, unsere Liebesgeschichte ist schon sehr außergewöhnlich für die heutige Zeit wahrscheinlich. Deswegen werde ich auch immer ganz schockiert nicht, aber so, wie sage ich, perplex angeschaut, so 25 Jahre, was, hä, wie alt warst du denn da? Ja, also ich war da 15 und mein Mann war 16 und wir haben uns im Ferienlager kennengelernt. Es war mal im Ferienlager, genau, im Südtirol und wir hatten 6 Jahre eine Fernbeziehung nach diesem Camp und er hat in Berlin gelebt, ich habe in Hamburg gelebt und alles in einer Zeit ohne Smartphones, ohne Internet, also wirklich ganz klassisch mit Briefe schreiben und Postkarten und Bahnhof und Rose und also wirklich sehr, sehr, sehr romantisch und ich glaube, das hat uns im Prinzip so ein bisschen den Weg geebnet für die nächsten Jahre und das beschreibe ich ganz explizit in meinem Buch. Ich glaube, da hätte ich ein ganzes eigenes Buch drüber schreiben können, wenn ich wollte. Aber ich finde es ganz schön, dass es jetzt so quasi in einem Kapitel stattfindet, weil ich wollte ja auch kein Liebesratgeber in dem Sinne. Es ist eigentlich auch nur eine Inspirationsfläche. Also die Leute können das gerne lesen und sagen, oh, ja, das könnten wir doch auch mal so ausprobieren oder hört sich gut an. Und ich glaube, gerade bei Beziehungen, genau wie Erziehung, da gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Und das betone ich da ja auch ganz, ganz häufig. Richtig ist immer das, was funktioniert. Und ja, ich schreibe halt eben nur das auch, was für uns funktioniert. Kannst du, ich meine, wir wollen natürlich nicht das ganze Buch verraten, aber kannst du so drei Geheimnisse eher verraten? Wir leben seit 28 Jahren zusammen und ich weiß einfach, also wenn man so viel Zeit miteinander teilt und ihr habt ja wirklich auch ein sehr bewegtes Leben, dann muss man auch wirklich, also man muss diesen Schatz einfach sehr gut hüten. Wie macht ihr das? Du sagst es. Na, dann bist du uns ja noch 3 Jahre voraus. Dann weißt du es noch besser. Ja, wir haben später angefangen. Also mit 16 ist schon, finde ich krass romantisch. Ja. Also ja. Vorausgesetzt, die Liebe geht weiter, aber das ist ja bei euch wirklich zu spüren. Auf jeden Fall. Also 3 Geheimnisse. Ja, also ich glaube, auf jeden Fall Platz 1 ist Gönnen. Das habe ich ganz groß im Buch beschrieben. Ich glaube ganz, ganz doll daran, dass es ein Problem in unserer Gesellschaft mit dem Thema Gönnen gibt, weil ich glaube, es wird ganz doll missverstanden. Ich habe immer das Gefühl, wenn man von Gönnen spricht, dass dann immer dieses Gefühl kommt von, ja, aber wo bleibe ich und warum sollte ich denn das ihm zugestehen? Ich kriege doch auch nicht. Und ich glaube, da fängt schon der ganze Denkfehler an. Also wir haben das irgendwann für uns umgekehrt und sagen halt einfach, es gibt kein Aufwiegen. Aufwiegen ist der Anfang vom Ende. Also es muss halt einfach aus dem Herzen passieren und gerne. Und ich merke den Mehrwert einfach in dem Moment, wenn ich meinem Mann etwas gönne, merke ich, dass es mir besser geht, weil er glücklich ist. Und andersrum ist das genau das Gleiche. Er sagt immer Happy Wife, Happy Life. Und ich sage das auch.
nur andersrum. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz oben auf der Liste. Und kannst du ein Beispiel bringen für Gönnen? Für Gönnen. Ja, zum Beispiel fährt mein Mann eigentlich mindestens ein bis zweimal im Jahr mit Freunden irgendwie weg. Und das war schon immer so. Und ich habe nie verstanden, warum sollte ich ihm das jetzt auch irgendwann nicht mehr erlauben. Erlauben finde ich auch immer so ein geiles Wort. Also erlauben wir nämlich unsere Eltern. Und also ich finde, alles ist eine Frage von Absprache. Und ich merke einfach, ihm tut das so gut. Und ich bin die Gewinnerin, wenn er aus so einem Urlaub wiederkommt. Und andersrum ist es zum Beispiel, im Buch beschreibe ich so Ausschlafen. Also Ausschlafen ist für mich so das Nonplusultra. Ich kriege das halt ganz oft mit in anderen Beziehungen, dass dieses so, mein Mann, der weckt mich immer, weil er früh wach ist, ja, oder so eine komischen Sachen. Und dann denke ich mir immer so, da müssen sich zwei Menschen dadurch quälen. Ist doch logisch, dass sie sich streiten und anzicken und sowas, ja, weil keiner hat gewonnen. Also auch nicht der andere hat ja auch nicht gewonnen. Und ich denke mir immer so, wo ist die Logik, ja? Und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Zweitens, auf jeden Fall sind wir Feinde von Regeln. Regeln, no. Also wir lieben Vereinbarungen. Und ich finde das ganz schön, weil Vereinbarungen treffen immer zwei. Regeln hat man immer das Gefühl, das macht immer einer für den anderen. Und ich meine, niemand mag Regeln, also oder Verbote oder Gebote oder irgendwie sowas, ja. Also ich finde einfach sowas, das ist schon so negativ behaftet und so viel Druck ist dahinter, dass ich mir sage, so, man kann doch immer wieder neu. Und ich glaube, auch das muss man in einer Beziehung immer wieder neu strukturieren. Die Regeln vom letzten Jahr gelten dieses Jahr nicht mehr. Oder von gestern auch nicht mehr heute, weil wir sind auch heute nicht mehr dieselben wie gestern. Also finde ich, muss man immer wieder neu schauen, wie geht es mir jetzt damit? Und dass man da auch drüber spricht und sagt, also weißt du was, irgendwie damit geht es mir jetzt nicht mehr so gut. Lass mal anders machen. Ja, stimmt. Lass mal machen. Also lass uns mal probieren. Das ist auf jeden Fall auch. Und drittens, muss ich mich entscheiden. Drittens ist, ich glaube, drittens ist sich auch so auf den anderen mal so einlassen. Also Jakob hat das letztens ganz schön gesagt, ich habe dazu auch einen Post geschrieben, weil er das so nett ausgedrückt hat. Er hat gesagt, ich muss nicht immer alles so lieben. Ach so, genau, wir wollten einen Film abends gucken und dann haben wir halt so ein Musical geguckt, weil ich bin ja so ein Musical-Fan. Und dann hat irgendjemand bei Instagram, ich habe es gepostet, geschrieben, boah, mein Mann würde nie mit mir einen Musical-Film gucken. Und dann habe ich dazu halt am nächsten Tag einen Post gemacht, weil ich das so spannend fand. Und dann hat, weil der Jakob so schön, habe ich ihm das erzählt und dann meinte er so, ja, ich muss es ja nicht so lieben wie du, aber ich interessiere mich dafür, weil ich mich für dich interessiere. Und das finde ich so schön und genauso ist es andersrum, weil am Ende des Tages ist es so schön, wenn man sich trotzdem für Themen öffnet, die vielleicht nicht unbedingt meine sind, aber sie haben ja was mit dem Partner zu tun. Und das finde ich irgendwie eine ganz tolle Ebene. Deswegen muss man sich ja auch nicht total verbiegen und jetzt jeden Tag Fußball gucken. Aber mal? War die Tatsache, dass du ja häufig im Rampenlicht stehst und sehr wahrscheinlich auch die Projektionsfläche für viele Menschen, also auch zum Beispiel für viele Männer bist, war sowas ein Thema zwischen euch oder gar nicht? Nee, gar nicht. Cool. Gar nicht. Also mein Mann ist ja mit mir quasi da reingeboren in die Musical-Ausbildung. Und also wir haben ja jeden Schritt, im Prinzip sind wir zusammengegangen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut. Und so Eifersucht, nee. Also ich glaube, er hat relativ schnell verstanden, dass es da in dieser, also das ist so, klar kann man sich am Set verlieben. Aber kann man ja auch überall sonst am Arbeitsplatz, ne? Also man ist sich vielleicht jetzt schon was näher, klar, keine Frage. Aber am Ende des Tages gibt es die Sicherheit dafür sowieso nie. Egal, welchen Job man macht, glaube ich. Du hast jetzt, also zumindest sieht es von außen aus, krass viele Bälle in der Luft. Ja, also du bist nach wie vor Schauspielerin, du moderierst, du bist Bestseller-Autorin und du hast
Und du hast zwei Jungs in einem sehr spannenden Alter. Also die liegen nicht mehr in der Wiege, die Kerle. So, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Was ist da das Geheimnis? Also Jakob sagt immer, alles eine Frage des Managements. Also ich glaube wirklich, dass in allen Lebenslagen Management, glaube ich, das A und O ist. Ich glaube, das ist auch das Beste, um weniger Stress zu haben oder alles. Also man muss sich ein bisschen gut organisieren und miteinander organisieren. Und wir sind wirklich ein gutes Team. Also damit fängt das schon mal an. Da gibt es auch kein Aufwiegen. Ne? Also auch nicht mit den Kindern oder mit Haushalt oder mit Kochen oder so. Es gibt keine Rollenaufteilung. Also gab es noch nie. Also eigentlich ist Jakob ist Mapa, Mama und Papa, weil ich ja auch früher sehr oft weg war. Und ich glaube auch, das ist immer eine Sache, wie man das zusammen sich so hinstellt. Ne? Also mein Vater hat immer gesagt, so wie du dich bettest, so schläft man, oder wie heißt dieser Spruch? Ja. Ne? Also und ich glaube, viele Frauen, das erlebe ich auch häufig, dass sie sagen so, boah, der Jakob, der macht ja echt alles bei euch zu Hause. Der hat ja nicht mehr die Windeln gewechselt oder keine Ahnung, ja. Und dann sage ich, beobachte ich aber oft oder gehe dann zurück und erinnere mich noch an meine Freundin, wie sie damals war, und ich erinnere mich, dass sie das auch nicht zugelassen hat. Auch so ein Fall, ja, also dieses so alles an sich reißen und dann aber 3 Jahre später sagen so, du hilfst mir nicht. Also es ist so ein bisschen, man muss auch diesen Freiraum auch lassen, dass der Mann das auch anders macht als man selbst und dass das in Ordnung ist, ja, jeder macht es auf seine Art und Weise und wir teilen uns auf jeden Fall die Aufgaben. Ich habe echt tolle Schwiegereltern, einen tollen Papa. Also wir haben schon gut Hilfe und auch unser Freundeskreis. Und daher ist es so, was das Thema Kinder angeht, bin ich da wirklich gesegnet. Ich höre schon bei all den Frauen, die den Podcast sehen, beziehungsweise hören, wo gibt's einen Jakob? Nein, das finde ich aber auch in deinem Buch wirklich echt schön, dass du ihm auch wirklich so viel Raum gibst und so anerkennst. Finde ich total schön. Ja. Das ist für mich ja auch mal ein Zeichen von einer wirklich lebendigen partnerschaftlichen Beziehung. Ja. Mhm. Sag mal, hast du noch richtig Bock auf Schauspielerei oder gibt es irgendwann mal, also gerade wenn man sich anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung etc., Glück, Kraft der Gegenwart zu beschäftigen, irgendwann mal ein Punkt, wo man sagt, ey, auf all den Kokolores drumherum habe ich keinen Bock mehr. Also nee, ich muss zugeben, ich liebe das schon ganz schön doll. Ich liebe das doll und ich tappe mich da eher manchmal noch so in meiner alten Spirale, dass ich mich dann eher mal ärgere so, warum klappt das jetzt nicht und warum dies nicht und das nicht und dass ich merke, das sind halt eben noch so meine Themen und meine Muster und so und da bin ich ganz froh, dass ich dann noch weiter dran arbeiten kann, weil das ist so ein bisschen so das Thema Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, ne? Die muss ich halt auch mal loslassen und ich würde immer so gerne alles kontrollieren und in der Branche kannst du so gut wie gar nichts kontrollieren. Ich kann nur das machen, was in meiner Macht steht, ich kann weiter präsent sein und hier immer zum Casting, da mal. Und es kommen ja auch immer wieder ganz nette Sachen und es macht auch wirklich viel Spaß. Also doch, ich mag es schon sehr, sehr gerne. Aber ich mag alles. Ich mag auch das Moderieren. Ich mag Social Media mittlerweile super gerne. Eine Zeit lang wusste ich nicht so richtig so, was mache ich da eigentlich? Aber jetzt so mit dieser persönlichen Weiterentwicklung, mir gefällt ganz doll diese Position so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mhm. Das mag ich ganz gerne, weil es irgendwie ganz witzig ist, dass die Leute immer wieder so überrascht sind. Ja, so irgendwie denken so, hä, du bist doch Schauspielerin und so und wieso bist du jetzt plötzlich, erzählst du über diese Themen und so. Und irgendwie finde ich das ganz schön. Das ist so ein guter, letztens habe ich zu, wem habe ich das gesagt? Zu Lars Ahmed oder so, ich weiß nicht, oder zu irgendjemand meinte ich so, ich bin der Dolmetscher von euch. Ich übersetze das, was ihr da so erzählt, in ganz einfacher Sprache und für die Anfänger. Also wie Anfänger weiß ich nicht, aber Dolmetschen, das kann ich voll nachvollziehen. Das war auch so mein Gedanke, als ich dein Buch gelesen habe, dass es eine echt schöne Brücke ist zu Menschen, für die
ich sag jetzt mal, Hardcore-Psycho und Spiri auch erstmal einfach zu vieles, weil du das einfach gut einwebst, einfach in deine real erfahrenen Geschichten. Wenn es von heute auf morgen deinen Beruf gar nicht mehr gäbe, also stell dir vor, es gibt gar keine Möglichkeit mehr zu Schauspielern, wo würdest du dir deine Bühne holen? Gibt es noch Social Media? Das gibt's noch. Also ich bin jetzt echt angefixt mit diesem Schreiben. Also das ist wirklich was Tolles. Und ich glaube, war nicht das letzte Buch. Also ich hoffe es. Ich bin jetzt ganz, sammle Ideen. Und ich glaube, das nächste wird ein Roman. Irgendwie habe ich so das Gefühl, gar nichts, ganz anderes Thema. Und ich habe irgendwie Lust, einfach eine Geschichte zu mir zu überlegen und ganz fantasievoll in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und keine Schauspielerei. Ach, ich finde, glaube ich, immer irgendwas, was mir Spaß macht. Also ich singe ja auch gern und tanze gerne. Und also irgendeine Bühne wird es schon geben, wo ich mich draufstellen kann. Gibt es was, wovon du nicht möchtest, dass es die Öffentlichkeit sieht? Von mir? Etwas, was ich nicht möchte, dass die Öffentlichkeit sieht. Also ich glaube, ich habe mich jetzt schon ziemlich schnackig gemacht mit diesem Buch. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch zu verbergen habe. Ich bin ja auch so grundsätzlich eher Hemmschwellen. Wie nennt man das? Also ich habe nicht Warte mal, wie heißt das? Du hast eine niedrige Hemmschwelle. Ich habe eine niedrige Hemmschwelle, genau. Also mir ist gar nicht so viel unangenehm oder peinlich. Ja. Und daher wüsste ich jetzt nicht unbedingt, also ich habe jetzt nicht so irgendwas, wo mich jemand mit erpressen könnte. Manchmal ist ja auch so, weißt du, sowas, also ich hatte zum Beispiel vor 2 Tagen, ich habe immer am Dienstagabend gestern war es erst, so ein Coaching-Abend. Und normalerweise lehre ich da und ich unterrichte. Und gestern war ich einfach blank. Und das geht, aber das merke ich, so weißt du, auf einer Bühne zu sein und nichts zu tun für die Leute, nicht da zu sein, nicht zu unterrichten, das ist für mich eine große Herausforderung, weil ich mich dann sehr verletzbar fühle. Wenn es... mal angenommen, das sehen noch junge Menschen, was ich hoffe, und die sagen, hey, mein Traum ist es auch, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden. Würdest du jemandem heutzutage noch zuraten oder würdest du sagen, nee, lass die Finger davon? Also ich frage die Leute dann immer, ob sie noch einen Plan B haben. Also und wenn die jungen Leute dann sagen, naja, also eigentlich Tierärztin finde ich auch total cool, dann sage ich ja, dann mach das. Und das sage ich aus dem Grund, weil ich glaube, dass du für diese Branche wirklich keinen Plan B haben darfst, weil es ist wirklich schwierig. Es gibt wirklich ganz, ganz lange Phasen, wo du entweder gar nicht arbeitest oder irgendwie überbrücken musst oder weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht von mir sprechen, weil ich ganz viel, ich nenne jetzt mal Glück gehabt, ist das falsche Wort, weil ich habe mir auch wirklich den Arsch aufgerissen. Aber wie soll ich sagen, ich war auch sehr anders. Ich bin breit aufgestellt gewesen, das heißt, ich mache mehrere Sachen. Wenn du jetzt wirklich klassisch nur Schauspielerin bist, ja, oder Schauspieler, da habe ich das natürlich bei Kollegen gesehen. Da gibt es wahnsinnig lange Phasen, wo nichts passiert und die musst du aushalten. Und das ist schwer. Und ich glaube, dann musst du dafür brennen. Du musst es einfach so sehr lieben, dass du sagst, das ist es mir wert, so ein Leben zu führen. Und deswegen würde ich immer fragen, ist es dein absolutes, bist du dafür auf der Welt? Wenn du sagst, ja, dann go for it. Diese, finde ich, bemerkenswerte, positive Ausstrahlung und Einstellung, die du hast, also wie taktest du das, was du, also ich gehe mal davon aus, dass du nicht die Augen vor dem verschließt, was in der Welt passiert, dass du auch zum Beispiel auch in deinem Beruf, dass du Neid erfährst, Intrigen, also ich sage jetzt mal die menschliche Niederung. Wie, das würde mich interessieren, wie integrierst du das? Steckst du es einfach weg? Tut es dir weh? Tut es dir nicht weh? Wie gehst du damit um?
Also mit, lass es uns mal so sagen, mit der dunklen und der hässlichen Seite der Menschen. Also ich muss sagen, hört sich auch wieder voll naiv an, ne? Aber ich begegne wenig der dunklen, hässlichen Seite der Menschen. Und ich glaube, das hat auch was mit meiner Einstellung zu tun. Also das Lustige ist, dass mir so oft dieser Satz gesagt wurde, ne? Nimm diese Brille ab und die, du wirst irgendwann auf die Nase fallen und es sind nicht alle Menschen nett, Susan. Und und das Lustige ist, die Leute, die so durchs Leben gehen, die begegnen auch immer diesen Menschen. Und deswegen haben sie diese Einstellung, deswegen sind die so voller Angst und sagen, man kann niemandem trauen und so, ne? Und ich weiß nicht, und deswegen, das ist für mich der größte Beweis für diese Anziehung, Energien und so weiter und so fort, weil ich begegne diesen Menschen nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals wirklich bösen Menschen begegnet bin. Also ich weiß nicht, das kann sein, dass das mir noch passieren wird und dass ich mich hier ganz schön weit aus dem Fenster lehne mit dieser Einstellung. Ich könnte jetzt sogar noch was rausschmeißen, was ein bisschen krass ist und aneckt, ja, aber ich bin ja auch jüdisch und das ist genau so was, dass ich sage, mir ist noch nicht Antisemitismus begegnet. Was auch viele sagen, so, hä, wie, du bist doch in der Öffentlichkeit und du erzählst es und so und dir ist noch nie was Negatives passiert und ich sage, nein. Und das ist auch verrückt. Aber ich weiß nicht, woran das wieder liegt. Aber ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, wie ich mit diesen Themen umgehe, wie ich mein Glaube und mein Lebensstil nach außen trage, wie ich das zeige. Ich mache natürlich auch eine kleine Tür auf. Aber es ist nie so, dass ich sage, so ist, muss das sein und anderes ist falsch oder so. Sondern es ist ja nur, ich mag Traubensaft und du magst Apfelsaft. Prost. Also es ist ja irgendwie, nichts ist richtig und falsch. Und für mich ist auch Religion ist nicht das Nonplusultra. Ja? Also der Mensch steht immer an erster Stelle. Und ich glaube, das sind all diese Dinge, ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, ganz gut, die Brille aufzusetzen. Susan, für wen ist das Buch? Also wenn die Menschen jetzt zuhören, sich fragen, hey, ist das ein Buch für mich oder nicht? Wem glaubst du, kann es helfen? Oder inspirieren? Also ich glaube, das Buch ist wirklich für jeden etwas. Also ich würde es gar nicht so kategorisieren. Natürlich ist es rosa und es glitzert und in erster Linie denken natürlich alle, es ist nur für Mädchen. Das habe ich natürlich auch, also was heißt extra? Ich wollte es, dass es so heißt, ich wollte, dass es so ist. Natürlich habe ich mal eine Sekunde überlegt, ist das so eine gute Idee? Und dann werden das gar keine Männer lesen. Und dann habe ich aber im Nachgedacht, nee, also eigentlich ist es egal. Es ist, wie es ist. Und ich glaube, dass auch Männer da ihre Themen finden. Und ich habe von Männern auch ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Also ich glaube tatsächlich, ist es für jeden etwas. Es ist für alle, die gerade das vielleicht das Gefühl haben, mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch Positives in all diesen schwierigen Zeiten sehen soll, wie ich mich motivieren kann. Für die ist es auf jeden Fall etwas, zu sagen, es gibt einen Weg, seine eigene Sichtweise zu verändern. Ich habe das selber in der Hand. Und ich glaube, es ist auch für alle, die sich schon längst mit diesen Themen beschäftigen und einfach nochmal so eine Auffrischung brauchen. Das ist auch für die gut, ja. Die sagen so, ach, das Buch habe ich auch gelesen und das, ja doch, das habe ich auch gelesen, aber ich habe schon alles wieder vergessen. Gut, dass du es nochmal alles gesagt hast. Und also für die ist es auch auf jeden Fall etwas. Ich glaube, die können sich gut mit mir identifizieren, die quasi auch da durchgegangen sind. Also ich glaube, es sind ganz viele, die sich damit identifizieren können. Eigentlich jeder. Jeder findet seine Themen. Das liebe ich ja selber so an Büchern. Ich bin ja so ein ganz, ganz toller Bücherwurm und mir haben Bücher schon so oft ich sage wirklich jetzt Leben gerettet. Ja, das klingt auch total übertrieben, aber ich meine es, wie es ist. Ja, in den richtigen Momenten haben mich immer die richtigen Bücher gefunden. Und ich habe immer diese Aha-Momente und ich dachte, boah, keine Ahnung, bei Eckhart Tolle war das am allerkrassesten. Ich dachte, der redet nur mit mir. Der jetzt in dem Moment, er meint einfach mich. Das ist doch mein Thema. Und Jakob hat das Buch parallel gelesen und hat genau das Gleiche gedacht. Ja, also das ist ja das Lustige und hat ganz andere Themen. Und deswegen, wir finden uns wieder in den Büchern. Ja, das finde ich übrigens auch einen sehr schönen Aspekt an deinem Buch, dass du quasi immer, dass du sehr großzügig weiterempfiehlst und auch immer sehr maßgeschneidert, hey, zu dem Thema könnte das passen, zu dem Thema das. Das finde ich immer cool.
Ja. So ein, dein Buch erlebe ich als wie so ein Multiplikator und auch ein Brückenbauer. Ja. Voll schön. Susan, was ist der eine aller wichtigste Wunsch, den du für dieses Leben noch hast? Wenn du nur einen aussuchen dürftest. Nur ein Wunsch für mich und meinen kleinen Mikrokosmos. Ja, ganz egoistisch. Ganz egoistisch. Ja, dann würde ich mir eigentlich ehrlich jetzt wünschen, dass es genau so bleibt, wie es ist, dass es uns nicht schlechter geht als heute, dass wir weiterhin den Spaß nicht verlieren, den unser inneres Kind, also ich meins, Jakob seins, dass wir weiterhin ja, neugierig bleiben und begeistert bleiben und die rosarote Brille aufbehalten. Und ich glaube, dann kommen weiterhin die richtigen Dinge in unser Leben, wie sie sein sollen. Hast du für die Menschen, die das jetzt gerade sehen bzw. hören, noch, möchtest du noch was mit denen teilen? Möchte ich noch was mit Ihnen teilen? Ich möchte, ich freue mich über jeden, der jetzt zugehört hat, zugeguckt hat. Und ach, ich würde mich total freuen, wenn ihr Rosarotes Glück liest, wenn es euch gefällt. Darüber würde ich mich freuen. Und und vor allem würde ich wahnsinnig gerne den Leuten weitergeben, dass wir durchaus das Leben leicht nehmen können. Also wir müssen nicht immer alles so schwer nehmen. Also auch wenn es oft schwer ist, müssen wir es uns nicht noch schwerer machen. Ja. Ich danke dir ganz, ganz doll für dieses ehrliche, herzliche und upliftende Gespräch. Danke. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Alles Menschen mit Veit Lindau. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du jetzt den Podcast abonnieren, um keine weiteren inspirierenden und tiefen Gespräche zu verpassen. Wir freuen uns auf dich und danken dir, dass du das hörst.